Tagesordnungspunkt 27, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Drucksache 19/24 zu Drucksache 19/35 aus 19, Berichterstatterin Frau Abg. Hofmeier. Wir können auf Berichterstattung verzichten, denke ich. Dann stimmen wir über die Beschlussempfehlung ab. Wer hier seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das sind FDP, SPD und DIE LINKEN. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Zur Geschäftsordnung, Kollege Rudolph. Die Verabredung unter den Fraktionen war eine andere. Die sollten beim nächsten Plenum 27 bis 30 aufgerufen werden. Also ich kann erst einmal nur nach meiner Tagesordnung vorgehen, aber ich kann die restlichen Beschlussempfehlungen gerne jetzt weglassen. Machen wir so. Gut, dann schieben wir die 28, die 29 und die 30 ins nächste Plenum. Wir schieben außerdem ins nächste Plenum den Tagesordnungspunkt 12 zur abschließenden Beratung an WKA 13 und 14, ins nächste Plenum die 15 zur abschließenden Beratung in den WKA die 16, zur abschließenden Beratung an INA und WVA die 17. Die 18 geht ins nächste Plenum, die 19 und die 20 ebenfalls, die 21 zur abschließenden Beratung an den KPA, 22, 23, 24 und 26 ins nächste Plenum, die 31 zur abschließenden Beratung in den Europaausschuss, die 34 und die 35 ins nächste Plenum, ebenso wie die 37, 38, 39 und 41. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Kolleginnen und Kollegen, ich darf noch darauf hinweisen, dass im Anschluss jetzt ans Plenum der Hauptausschuss in Sitzungsraum 501a tagt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gute Heimfahrt und schließe die Sitzung.